Hallo und herzlich willkommen bei Vampir. Ja, wir suchen Pippa Hawkins, würde ich mal sagen, gell? Was ist denn hier los, drauf so rumzubrüllen? Lauschen, drücke vor, um Vampirsinne zu verwenden. Ist er jetzt Spider-Man oder was? Wenn sich ein Bürger verdächtig verhält, schlägt sein Herz schnell und leuchtet. Indem du ihn anschaust, haltest du besondere Interaktionen frei. Suche nach Dorothy Crane. Also ich mache es aus. Da hinten steht jemand. Okay. Okay. Und wie kann... Achso, ich muss mich hier hinstellen. Und darüber gucken. Okay. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Okay. Dann haben wir also mehr erfahren, als wir eigentlich wollten. So, jetzt kommen wir auch durch die Tür. Dann gucken wir mal unten nach. Wenn wir jetzt dreimal sterben, dann wissen wir auch warum. Bei der Gesundheit und kritischer Sinn versinkt der Bezirk im Chaos. Bürger werden als vermisst gemeldet. Ihre Mission können nicht mehr durchgeführt werden. Gefährliche Kreaturen wandern durch die Straßen. Okay, das heißt, wir müssen einen Bezirk immer gesund halten. Okay. Da unten steht jemand. Ah, Oswald ist hier. Okay. Jetzt haben wir den... Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gesund. I can't. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Mhm. Warte mal. Das sind Skulls. Okay. Was ist denn hier oben erstmal? Ah. Tür wurde aufgeschlossen. Alles gut. Okay, ich hab grad gedacht. Okay, also hier stand einer. Okay, hier sind Skulls. Boshafter Skull. Ja gut, Skulls kriegen wir ja noch irgendwie hin. So, zwei. Gib mir dein Blut, Junge. Ist mir lieber, wenn du mir dein Blut freiwillig gibst. Oh ja, moin. Hi. Danke. Ich will auch runter zu dir. Hi. Ja gut, dann machen wir das halt so. Nicht einklemmen lassen. Nicht mit mir, Kumpel. Oh ja. Das ist gut, das gefällt mir. Give me your blood. Und dann knüppeln wir nochmal ein paar Mal auf den drauf. Hi. Da ist ja noch einer. Ihr werdet mir zu viele. Mist, ich wollte gerade diese Attacke aus... machen. Okay. Alter, wie oft ich hier sterbe. Ist ja unfassbar. Also, Konzentration. Aber ja, ich habe echt das Problem. Genau, jetzt ist hier das Blut. Ich kann ja hier schon runter. Aber dass man so einfach hier stirbt. Aber wie gesagt, Level. Wir hätten uns gleich besser aufleveln sollen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Zwei. Gib mir dein Blut, Junge. Der andere kann gerne kommen. Das schadet jetzt nicht. Da hast du. Da hast du. Da hast du.
Da hast du. Ich will dein Blut nochmal. Und dann kann ich deinen Kumpel noch umbieten. Okay. Hey, das ging auch so. Hey, Kumpel. Kann man auch irgendwie. Ja, komm. Ja. Nochmal Flock, nochmal Flock. Der Flock dient auch nur dazu, um den Typen einmal ein paar auszuwischen, ha? Aber. Gegen. Oh. Nein! Oh. Gedacht, wir kriegen schon wieder einen auf die Mütze. In diesem Spiel ist es ja echt easy. Wir sollten mal die Gesundheit ein bisschen aufbessern. Kann man hier schleichen? Irgendwie kann ich hier nicht schleichen. Ich muss gleich nochmal schauen, wie das ging. Ich habe versucht, gerade die logischen Knöpfe für mich zu drücken. Na komm hoch. Hallo? Jetzt warte ich nicht extra auf dich. Okay. Danke. Da hast du. Da hast du. Und da hast du. Okay. Tief durchatmen. Ich muss ja hier echt um jeden Lebenspunkt weinen. Hier geht's lang. Da geht's lang. Okay. Moin. Okay, gut. Der ist ja easy zu töten. Moment. V weg. War das X vielleicht? Nee. Nicht so ganz. Ach, egal. Nein! Schon wieder war der zu schnell. Jetzt aber. Nimm den da. Ich hab kein Blockengelände. Ich muss mich so mal zu durchkämpfen. Ja, moin. Tut auch gut. Gibt ein bisschen Leben. Wann ist da auch ein neuer Weg? Wir haben hier so viele Orte. Ich weiß nicht, wo lang. Also, wo es am sinnvollsten ist, lang zu gehen. Ich gehe mal hier lang. Als allererstes. Ich weiß nicht, warum. Einen Bürger retten. Achtung, der gefährdete Bürger überlebt die nächste Nacht vielleicht nicht. Zieh mal nach ihm. Das klingt so, als ob ich so Urlaub machen würde. Ey, Kumpel. Hallo. Na, komm her. Ah, sehr gut. Doch noch getroffen. Ja, hier, gib mir dein Blut. Dann kriegst du noch den auf den Sack und den noch. Ja. Alles gut. Und noch einen. Und den da. Und. Ja, keine Ausdauer mehr. Du kriegst den da. Und keine Ausdauer mehr. So, gib mir dein Blut. Jetzt kriegst du noch einen auf den Deckel und jetzt ist es vorbei. Weint er jetzt? Freut er sich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hey, Kumpel. Alles klar mit dir? Ja, alles klar mit dir. Alles klar bei dir. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Ich verstehe jetzt, was es bedeutet, wenn Leute abhauen. Du hast einen Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt. Okay. Dann haben wir das auch gemacht. Also, jetzt verstehe ich das. Das heißt, wenn ein Bezirk ein bisschen flöten geht, dann sterben entweder die Leute an der Krankheit anscheinend, oder man muss letztendlich, ja, gucken, dass man diese Leute dann auch rettet. So habe ich das verstanden. Okay. Oh! Da war ich wohl richtig. Oder? Ja, wir müssten halt echt mal nach den Waffen gucken, weil wir haben jetzt so ein doofes Ding da. Oh, sind wir raus? Wir sind raus. Toll. Das wollte ich gar nicht. Och, Menno. Wieder laden. So, jetzt aber.
Okay, also das heißt, wir müssen versuchen, auch die Orte regelmäßig wir sollten die Orte, also die Gegenden regelmäßig besuchen und auch versuchen, ja, ein bisschen für Ordnung zu sorgen, Krankheiten zu heilen und sowas. Dann bleiben die Leute auch am Leben. Ah, ich wusste es. Ah, was bist du denn? Alter. Okay, der ist gut gegen Schussdinger. Moment mal. Wenn das so ist, dann drücke ich erstmal das falsche Menü an. Und dann nehme ich meine Waffen. Ich nehme mal meine Schrotflinte in die Hand, Junge. Und meine Peng Peng. Also mal sehen, was du machst. Da. Dann knallen wir dich ab. Ach, guck mal. Dann können wir die auch. Okay, wusste ich gar nicht. Was mache ich denn da? Moment mal. Ey. Bleib mal fern. Ich will meine Waffe wechseln. Um dich dann nochmal abzuknallen. Aua. Du Blödkorb. Komm her. Danke. Da hast du meine Knarre. Nein! Da! Und da! Geh mir nicht auf den Sack. Ich hab noch einen Schuss. Der kann wehtun. Okay, das macht Sinn. Emma. Nee. Zwei, drei. Und Blut. Danke. Danke, Kollege. Kann ich mich nachladen. Aua. Alter, der ist flott. Was ist das denn? Das ist kein richtiger Vampir. Das ist ein Werwolf oder sowas. Also, wenn er näher kommt, patz. Patz. Und dann nochmal draufknüppeln. Nochmal draufknüppeln. Da. Okay, ich habe keine Munition mehr. Dann saugen wir den nochmal aus. Okay, also mit Waffen kommen wir echt weit eigentlich. Wow, wow. Nicht so. Da. Halt die Klappe. Nerv mich nicht. Da. Oh, ich muss mich gerade voll konzentrieren. Sexy. Da. Würde ihn gerne anschießen mal. Ja, okay, gut. So lange lebt er jetzt auch nicht mehr. Oh. Oder ich lebe lang nicht mehr. Das war echt kurz vor knapp, muss man sagen, ne? Hätte ich den jetzt nicht getroffen? Hm. Okay. Schwester Dorothy's Gutschein. Sind Sie krank? Mittellos? Wer Sie auch sein und wo Sie auch herkommen mögen, suchen Sie Dorothea auf, um Hilfe zu bekommen. Keine Tricks, keine Kosten, keine Fragen. Suchen Sie einfach Darius Petrescu's Haus auf und zeigen Sie diesen Gutschein vor. Ah, okay, das ist für Rumänen. Also zumindestens erkenne ich das so. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? Mm-hmm. I really must find her. Eben. Das müssen wir jetzt rausfinden. Uiuiuiui. Der Kampf war eben doch mal ein bisschen anstrengend. Moment mal. Falscher Knopf. Ich würde liebend gerne. Wo ist das denn? Da. Da ich ja jetzt keine Pistole mehr habe und so. Würde ich gerne auf Flock und sowas umwechseln. Ich würde tatsächlich den alten Weg rausgehen. Also da, wo wir quasi reingekommen sind, in die Kanalisation. Und dann gucken wir mal. Da waren wir drinnen, ne? So. Ha, raus hier erstmal. Ich habe kein Blut, kein gar nichts. Und danach müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht das erste Mal wieder seit langem schlafen gehen. Mit, also noch immer
mit der Gefahr, dass vielleicht eine der Bezirke Probleme hat. Erpressung in Whitechapel, wir gehen nicht nach Whitechapel. Ja, wir sollten tatsächlich erstmal einmal schlafen gehen. Sicher ist sicher. Wir haben 3290 Punkte. Wir könnten, wie gesagt, einen von denen jetzt auch aufsaugen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Einfach nur der Punkte wegen. Okay, wir sammeln hier erstmal alles auf. Wir gucken mal, ob wir vielleicht was verbessern können. Ob wir was... ja, verarbeiten können. Das können wir immer... Goods, also die Goods kommen immer wieder. Ne, hier auch. Nee, doch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich will ja natürlich jetzt hier nicht alles auf einmal verwenden. Aber wenn es nicht anders geht... Oh! Abgenutzte Säge. Die habe ich übersehen. Ah, ich habe auch so gut wie nichts mitgenommen. Aus... ja. Aber jetzt kann ich eigentlich alles sammeln, wenn man hier Arzt ist und man merkt, dass es keine Auswirkung hat. Ich hätte nämlich keine Lust, irgendwas einzusammeln. Dann heißt es... okay. Dann heißt es, ja, Dr. Reed ist ein Dieb. Wir müssen jetzt aufpassen auf den. Und sowas habe ich Angst. Okay, wir gucken mal, können wir vielleicht irgendwas verbessern? Zurzeit nutzen wir unseren Knüppel. Den da. Ja, wir brauchen Teil eines gewöhnlichen Griffs dafür. Den Flock können wir auch verbessern, habe ich gesehen, ne? Dazu dient Vampirherzen zu durchbohren. Hier haben wir auch die Säge jetzt. Die macht genauso viel Schaden. Die ist nur flotter. Die können wir aber auch nicht verbessern. Was können wir denn hier auflösen? Rostige Pillendose. Ja, dann das natürlich. Flache. Billiger Gin. Ja, gut. Und dann nehmen wir die hier. Okay, und die können wir teuer verkaufen. So war das doch, nicht? Okay. Können wir dann dementsprechend, wenn wir das haben, die Säge... ich würde tatsächlich die Säge jetzt erstmal nehmen. Die Säge ist ein bisschen besser. Warte mal. Also wir können erstmal nichts herstellen, was natürlich mega schade ist, aber... na gut. Wir nehmen dann das Ding hier weg. Die Säge, wir haben die beiden. Dann haben wir noch den Knüppel. Könnten wir nicht, theoretisch. Ja gut, wenn wir das machen, dann belegt er beide Plätze dummerweise. Ja, dann nehmen wir hier einen. Weil das finde ich eigentlich nicht schlecht. Und was ist hier? Alle auffüllen? Okay. Okay, wir haben aufgefüllt. Wir haben noch ein bisschen Muni gehabt. Ich würde tatsächlich jetzt mal schlafen gehen. In der Hoffnung, dass morgen nichts passiert. Weil dass die Leute mehr ab... ja, sterben. Absterben. Okay, jetzt gucken wir nochmal, was wir verbessern. Also. Wir könnten... das hier nehmen, was ist... oh Gott, wir können jetzt alles machen. Du unterbrichst... machst es wehrlos. Blutbarriere, du erzeugst eine Unsichtbarkeit, die direkten Schaden absolviert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Okay... wir können hier mehr Sera mitnehmen. Das nutzen wir im Moment gar nicht. Abgrund und Blutkessel. Wie viel kostet das denn hier nochmal zu verbessern? 600. Boah, das kostet viel. Benötigt Stufe 6. Okay, wir sind noch nicht Stufe 6. Ich mache mal mehr Gesundheit rein, weil das ist, glaube ich, eines unserer größten Probleme. Komm, wir nehmen noch eine Stufe rein. Wie viel kostet das hier? 600 schon. Okay. Durchhaltevermögen erhöht deine Ausdauer. 15%. Deal. So. Dann. Weiß nicht, ob die Blutkapazität so notwendig ist, aber wir brauchen das hier. 1300 gebe ich dafür aus. So, dann 50 mehr, das ist schon okay. Das können wir hier machen. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu einzusetzen, deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Du tauschst die Zusätze sofort gegen eine bessere Regeneration. Hä?
Du tauschst die zusätzliche sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Oder du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen. Versteht einer den Unterschied? Okay. Benötigt Stufe 10 für das hier tatsächlich. Okay. Wir sind schon mal Stufe 9, das ist schon mal viel wert. Wir haben noch 790 Punkte. Ich glaube, ich nehme mehr Blut. Und wenn es geht, würde ich die... 2000. Kostet auch mehr, aber macht mehr Schaden, mehr Blutschaden. Was ist das denn? Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst und ausweist. Oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Dafür fehlen ja noch 10 Punkte. Okay. Das ist eigentlich genau das, was eigentlich ganz Duftikus wäre. 150% Schaden. Ja, Schaden war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Wie viel würden wir hier bekommen? 10% Heilung. Was könnten wir denn noch machen? Ah, das haben wir schon gemacht. 600. Das kostet alle 600, okay. Großer Durst. Ja, gut. Warum ist nicht so? Heilung oder Schaden? Ich würde Heilung machen, weil wir die Autophagie verbessert haben. Schaden machen. So. Und den Rest heben wir uns auf. Okay. So. Die folgende Nacht. Wichtige Ereignisse im Bezirk. In jeder Nacht beeinflussen deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich dadurch auch verschlechtern, dass sich Krankheiten unter den Bürgern ausbreiten. Wichtige Ereignisse im Bezirk. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze fällt, versinkt der Bezirk im Chaos. Du entscheidest über das Schicksal eines Bezirks. Das ist krass. Okay, die sind zum Beispiel gesund, der eine ist krank. Hier. Der hat Kopfschmerzen. Den könnten wir zum Beispiel heilen. So. Hier geht's jetzt nicht so gut. Der hat noch immer die Erschöpfung, ne? Gibt es noch sehr viele Parteien. Wow. Bleibt noch auf dem gleichen Stand. Und hier ist es noch stabil. Hier bleibt es stabil. Okay. Hier steht es natürlich gut um die Leute. Ich würde gerne die Bezirke immer in gesundem Zustand halten. Ich würde sie nicht kritisch halten. Ich würde sie nicht feindlich halten. Ich würde sie alle oben halten wollen. Macht mehr Sinn. Yo. Ah, guckt euch mal den Balken da oben an. Endlich. Ich hoffe, wir nippeln jetzt nicht jedes Mal ab. Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Ein bisschen. Weil Ausdauer und so, das war ja eine Katastrophe. Wir hätten alles andere nehmen können. Okay. Das heißt, wir müssen uns in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen dann darum kümmern, dass unseren Leuten es gut geht. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Bis zur nächsten Folge.